Herzlich willkommen bei Ecke Scanini, Standort Bad Berlin-Bostel. Wir begleiten heute die Auszubildenden Max Zacharias und Eike Hohmann in der Fruchtsafttechnik und der Lagerlogistik. Das ist einer der Arbeitsplätze von Max, das Hilfsstofflager. Hier werden alle Vitamine und natürlichen Zusatzstoffe gelagert. Auf einer Waage werden dann die Vitamine, Öle und Aromen grammgenau abgewogen. Hier wird gerade Vitamin C für die Limo abgewogen. Anschließend werden alle Aromen und Zusatzstoffe in den Tank gegeben und Konzentrat gepumpt. Außerdem kommt auch Fassware dazu, zum Beispiel Fruchtfleisch. Natürlich kommt nichts in den Saft, das nicht auch schon vorher in der Frucht war. Danach baut Max die Leitung auf, um das Produkt durch den Homogenisator zu pumpen. Dort werden mit Hilfe von Druck die verschiedenen Flüssigkeiten im Saft miteinander vermengt. Sobald genug Wasser dazugegeben wurde, wird der Saft auf Dichte, Säure und Vitamin C-Gehalt gemessen und anschließend im Labor der Qualitätssicherung kontrolliert. Wenn alle Werte stimmen, wird der Fertigsaft zur Abfüllung gepumpt. Wir befinden uns nun in der Abfüllanlage. Hier werden knapp 30.000 Flaschen die Stunde abgefüllt. Der Saft wird hier kaltaseptisch abgefüllt. Kaltaseptisch bedeutet, er wird gekühlt in einem sterilen Raum gefüllt. Die Abfüllung gehört ebenfalls zu der Ausbildung eines Fruchtsafttechnikers. Von hier aus gelangen die Flaschen nun zum Lager. Nun sind wir in der Logistik, wo der Auszubildende Eike Hohmann arbeitet. Seine Aufgaben sind das Kommissionieren und Konfektionieren. Beim Konfektionieren stellt man mehrere Artikel zu einem neuen Artikel zusammen, wie zum Beispiel bei Mixpaletten. Und beim Kommissionieren packt man alle Artikel nach Kundenauftrag auf eine Palette. Dann das Auslagern von Paletten, wie zum Beispiel Arbeits- und Verpackungsmaterialien für die Produktion. Die Wareneingangskontrolle, dort werden alle Waren, die ankommen, auf Qualität, Quantität und Beschaffenheit kontrolliert. Das Beladen von LKW, worauf man auf die Ladungssicherung zu achten hat, und dann die Arbeit mit den EDV-Anlagen, wenn zum Beispiel LKW-Touren geplant werden müssen. Moin. Moin Marco, moin. Also Marco, du bist ja jetzt auch schon seit einer Woche bei Eckes. Wie gefällt es dir denn? Ja, also es ist sehr interessant, in so einem großen Betrieb zu arbeiten, vor allem wenn man das einfach noch nicht gewohnt ist. Und ich konnte bis hierhin eigentlich nur positive Sachen sammeln und ich hoffe, das geht die nächsten Jahre so weiter. Wie gefällt es euch denn hier? Ja, mir gefällt es gut. Am besten finde ich die Abwechslung. Einmal die körperliche Arbeit im Lager und einmal die Arbeit mit den Computern, also den EDV-Anlagen. Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Man arbeitet sehr nah an dem Produkt. Außerdem entwickelt die Firma ja ständig neue Produkte. Das heißt, man bekommt ständig neue Tätigkeiten mit dazu. Das war wieder ein spannender Arbeitstag für die Auszubildenden hier bei Eckes Granini.